Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Interview der Woche. Wir sind in der Markthalle hier in Wismar und hier bei mir sind Annette Mamero und Christian Schumann von der City-Initiative. Moin, moin. Und ja, liebe Zuschauer, für mich ist es auch ganz besonders, hier nochmal zu stehen und vor allem mit dir, Christian, dass wir beide nochmal gemeinsam vor der Kamera stehen, oder? Also ich war mehr als überrascht heute Morgen. Schön, dass du da bist. Genau, Überraschung für alle. Und wir möchten gemeinsam den Martinsmarkt hier in der Markthalle in Wismar ankündigen. Am Freitag, 25. Oktober geht's los, ab 11 Uhr. Und der Martinsmarkt, ist das so der klassische Herbstmarkt, Christian? Ja, eigentlich kann man so sagen. Also der Sommer ist ja zu Ende, wie wir alle merken. Geht langsam los mit drinnen, geht langsam los mit den ersten Weihnachtsvorbereitungen. Und ja, dazu ist, glaube ich, der Martinsmarkt wirklich ein ganz guter Einstieg. Und genau, am Freitag geht's los und ihr macht das über das ganze Wochenende? Genau, bis Sonntag 17 Uhr, immer in den üblichen Zeiten. Sonst Freitag und Samstag bis 18 und Sonntag bis 17. Und sag mal, du ja als Veranstalter, ich habe ja damals auch so ein bisschen nochmal mitorganisiert. Also ich weiß, wie aufwendig das ist. Wie viele Aussteller habt ihr dieses Mal mit dabei? Das sind ungefähr 30, also sehr voll mit allem. Und wir konnten Gott sei Dank wieder so ziemlich alles bedienen, was man sich vielleicht wünscht, vorstellt. Von, wenn ich schon mal ein bisschen aufzählen darf, von Kinderbekleidung, Schmuck verschiedenster Art. Da ist vielleicht hervorzuheben, dass man hier auch Ringe in extra Größe, hatten wir bisher auch nicht so gehört. Aber es gibt ja doch ein bisschen größere Hände, Finger manchmal, also Schmuck, also Ringe in extra Größen. Wir haben einen Stuhlflechter, der auch vor Ort vorführt. Man kann der Entstehung von Glasperlen zugucken, also auch direkt live und vor Ort. Ja, ich habe mich ein paar Sachen gemarkert auf meinem Standplan. Gewürze gibt es. Wir haben erstmals einen Lakritzstand draußen, vielleicht auch eine kleine Neuigkeit. Wir haben jemanden, der hier wirklich tolle Tees und Gewürze präsentiert. Also es ist wirklich ein bunter Blumenstrauß, wenn man so will. Ja, und Annette, du stehst ja hier zwischen uns und du hast ganz schön schwer zu tragen. Ich glaube, wir stellen dich jetzt auch einfach mal vor. Du bemalst Dinge. Ja, hauptsächlich Glaskugeln, also für die Saison jetzt Christbaumkugeln von ganz klein, 4 cm bis 15 cm und Windlichtflaschen mit verschiedenen Motiven. Also über Wismar, weil wir nur die letzten 2 Jahren gemerkt haben, die Wismaraner sind da sehr dran interessiert an ihrer Wasserkunst und anderen Hafenmotiven. Ja, und ansonsten ein paar Pastellkarten, typisch zur Weihnachtszeit, oder die Kraniche, die Ziehen. Und ich bringe auch meinen Gänsekalender mit. Das passt ja zum Martinsmarkt. Der Auslöser war der erste Martinsmarkt, wo ich nicht so richtig wusste, was ich anbieten soll. Und dann habe ich mir alle Begriffe zu Hause aufgeschrieben, die mir zur Gans einfielen. Von ganz ordentlich bis Gänsekot war alles dabei. Und danach male ich seit 2 Jahren meine Gänsekarten und dafür gibt es jetzt auch den Kalender. Super, schöne Idee. Ich finde, die Wismarer, die stehen natürlich auf sowas. Alles, was mit der Stadt zu tun hat, finde ich super schön. Es gibt ja auch Wismar Schmuck. Finde ich eine schöne Idee, dass dann auch dass eine Kugel am Weihnachtsbaum hängt. Du hast einen Pullover an, den du auch selber bemalt hast. Hast du auch Sachen mit, die man kaufen kann? Ich habe ein paar Sweatshirts und ein paar Hoodie-Kleider mit, bis hin zu einer Hoodie-Jacke. Also von Baby bis etwas korpulenterem Herrn wäre alles dabei, alles Einzelstücke und ja, alle handbemalt mit unterschiedlichen Motiven. Was mich jetzt so ein bisschen vor ein paar Tagen erwischt hat, das trifft auch auf Kugeln und so zu und auch sogar auf so ein Sweatshirt, sind die Polarnächte. Und Polarhimmel über der Ostsee kann man auch auf dem Sweatshirt kaufen. Okay, wie schön. Ich habe es noch nicht gesehen, leider. Ich sehe immer nur die ganzen Fotos und denke immer, Christian, ihr habt ja, also neben den Ausstellern, guckt ihr natürlich auch immer, dass ihr viele Wismarer mit einbezieht, das heißt Vereine. Wer ist dieses Jahr wieder mit dabei? Also wir konnten dankenswerterweise wieder Licht am Horizont gewinnen, die das Kinderbasteln am Sonnabend und Sonntag gestalten werden. Also vielen Dank dafür. Und der Wismarer Archivverein wird wieder dabei sein. Also was da dieses Jahr angeboten wird, ich kann es gar nicht alles aufzählen. Es waren Bücher dabei, es waren Plakate dabei. Also sie haben sich wieder ganz viel Arbeit und Gedanken gemacht. Lohnt sich sicherlich auch da ein extra Besuch. Vielen Dank an den Archivverein. Freuen wir uns auch sehr, dass Sie wieder dabei sind. Und es gibt natürlich auch was zu essen und zu trinken, ne? Das Hanse Kontor ist hier vor Ort.
Genau, Hanse Contor wird wieder hier vor den Toren der Halle fürs leibliche Wohl, wie man so schön sagt, sorgen. Also auch abgesichert essen und trinken. Keine Angst, hier verhungert niemand. Gut, also dann vielen Dank an euch beide und liebe Zuschauer. Das wird eine Veranstaltung über das ganze Wochenende für die ganze Familie. Also man kann auch wirklich hier dann basteln, man kann sich hier aufhalten, man kann schöne Dinge, vielleicht schon auch schon Weihnachtsgeschenke natürlich sich aussuchen. Also total schön. Und am Freitag um 11 Uhr geht es los, Samstag ab 10 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr hier in der Markthalle in Wismar. Ich freue mich drauf auf den Martinsmarkt hier in der Markthalle. Dankeschön.